Oh, jemini, abri, abri, abri. Nein, nicht. War ich das etwa? Hallo, Schwester. Viel Spaß. Lach und Sachge, ein neues Video. Heute mit einer Autogrammstunde, einem neuen Bus, eine nette Mitarbeiterin aus dem Moviepark, die uns begleitet, viele Fans und natürlich mit Santiago, Jürgen Kluckert und dem lieben Fritz. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es wieder in den Moviepark. Genau, ihr habt recht, in den Moviepark. Steht auch unten in der Beschreibung. Hättet ihr euch denken können. Wir holen jetzt den Bus ab, mit dem wir zum Moviepark fahren. Erst holen wir Santiago ab, dann den lieben Jürgen und dann fahren wir zum Moviepark weiter. Also, holen wir jetzt zusammen den Bus ab. Los geht's. So Leute, da ist er. Taut gerade noch auf. Ne? Jetzt machen wir ihn fertig. Dann geht's nach Lübeck. Und dann lassen wir ihn bekleben. Also, bis gleich. So, jetzt haben wir ihn gewaschen. Oder jetzt waschen wir ihn gerade. Weil da, wo er beklebt wird, der sagt, bitte vorher waschen. Ansonsten sieht die Folie nicht so gut aus. Jetzt haben wir es gemacht. Und jetzt wird er beklebt. So Leute, da vorne ist. Da vorne. Los geht's. Moin Moin, Firma Foliemeister, heute Mirko Volz. Wir machen das Auto für Santiago Ziesma, den Synchronsprecher von SpongeBob, bekleben wir heute für die Autogrammstunden hier oben im Norden. Also. Wie lange hast du denn die Firma eigentlich schon hier? Oh, die Firma ist jetzt 16 Jahre. Hast du gelernt oder? Nee, ich bin ursprünglich mal gelernter Hotelfachmann und habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, ist auch nicht schlecht, aber lohnt sich. Also gibt viele Leute, die das wollen. Ja, was heißt, es gibt viele Leute. Also der Markt ist auf jeden Fall da. Und ja, es geht hier um Luxusprodukte. Ne? Also ich sag mal, das ist jetzt nicht täglich Brot, was du machst. Aber ich sag mal, die Komplettfolierung oder Werbetechnik, die wird halt definitiv immer mehr und immer mehr gebraucht. Ja, Gott sei Dank. Ja, immerhin. Wäre blöd, wenn die Nachfrage nicht da ist. Ne? Das stimmt, definitiv. Das bringt das leider nichts. Nee, aber finde ich gut, dass wir so eine Kooperation starten können mit dir. Das freut uns sehr. Na klar, das kann man ab und zu mal immer durchführen. Dann mal los. Ja, ich freue mich. Wetter spielt mit und wir machen uns jetzt eine vergnügliche Reise, eine vergnügliche Fahrt zum Moviepark. Bis gleich. So, dann wollen wir mal. Was ist denn da? Ich glaube, ich bin... Nein, jetzt guckt euch das doch mal an. Also, haha, die Spongies auf großer Tour. Leute, wünscht uns was. Wir werden berichten. Ja, tschüss. Hallo Jürgen. Hm. Bereit? So, na, bereit. Mal sehen. Bin ich ein bisschen breit. Das ist eher. Aber bereit? Ich glaube, ich sehe am besten aus. Ja, natürlich. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, kann man sich angucken. Doch, doch. Mann.
Schickes Kärtchen. Aber nur der linke, ne? Ja, nur der linke. Na dann, wollen wir noch mal gucken. So, Mr. Krabs. Mr. Krabs! Hallo, hallo! Wie ist das Wetter in Bikini Bottom? Schon irre, aber ein bisschen muss ich was sagen. Hier hätte man ein bisschen retuschieren müssen. An der Stelle. Ein bisschen. Hätte man machen können. Oder? Du weißt ja, ein schöner Mensch. Wie lange seid ihr schon hier? Ja, das geht ja auch noch. Weil ich habe mal gehört, da waren welche, die standen schon am Eingang um, was weiß ich, um 7 oder um 6:30 an. Ja gut, am Eingang waren wir um 9:30. Das geht ja auch noch, aber ist relativ schnell, oder? Ja. Alles klar, dann viel Spaß noch. Und wir brauchen ein Foto. Ja. Wir brauchen auch ein Foto. Davon haben wir genug. Tut mir leid. Nee. Die Männer. Hallo liebe Leute, schöne Grüße aus dem Moviepark Bottrop. Ja, wir haben gerade eine Autogrammstunde gegeben, wurde ein bisschen länger als geplant, ist auch ein bisschen Fuß- bzw. Beinkalt hier, aber sonst alles gut. Es waren unglaublich viele Leute da, die Schlange schien gar nicht enden zu wollen, aber wir haben es geschafft. Schöne Grüße, bis bald. Bottrop, was verdienst du denn als Bürgerberater? Ja, also ich verdiene in der Kostenkammer nicht so viel, weil Mr. Krabs hat da rausgekommen, dass ich das gerne mache, dass mir das Spaß macht. Und krieg ich eigentlich kaum Geld, aber ich kann immer umsonst essen. Ja, sehr schön.
nicht genau, ne? Aber du magst ihn, oder? Ich mag ihn sehr, also tut mir leid, wenn er manchmal schlechte Laune hat. Aber ich kann nicht dafür. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sind wieder zu Hause. Auch sehr schön. Aber vielleicht bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns drauf. Tschüss. Hallo ihr Lieben. Ja, das war's wieder mal mit unserer Autogrammstunde im wunderbaren Moviepark. War sehr schön. Jetzt muss ich mich wieder ein bisschen erholen. Und ja, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo, liebe Leute! Wir wollten uns noch mal ganz herzlich bedanken, dass wir heute zu Besuch sein durften im Moviepark und dass ihr alle so zahlreich zur Autogrammstunde gekommen seid. Ja. Das war uns eine große Freude. Ja. Das war Mr. Krabs. SpongeBob. Ja, Mr. Krabs, gibt's meinen Monatslohn? Ach, weißt du schon was davon? Na, ich hab gedacht, ich habe ja gearbeitet. Wenig. Also, ja. Dankeschön. Also, ich bin mal ganz großzügig, ja. Oh, vielen, vielen Dank. Warte mal, ich muss mal gucken, ob der echt ist. Und der. Fürs nächsten Monat. Oder später. Oh. Heul nicht rum.